Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, hier sind wir nochmal zum abschließenden Saisonbericht, Saisonabschluss bei FIFA 14. Und wir gucken einfach erstmal die Tabellen durch. Also Bayern Meister am Ende, ich würde mal sagen verdient dadurch, dass sie auch 73 Tore gemacht haben. Wir haben die wenigsten Gegentore mit 15, 50 Tore ist leider ein bisschen zu wenig, finde ich. Und von den Toren her hatte Braunschweig die wenigsten mit 20, 81 Gegentore, also verdienter Abstieg, nur 6 Punkte geholt. Freiburg mit 27 Punkten steigt auch leider ab, Augsburg in der Relegation. So, was haben wir denn noch anzubieten? Den DFB-Pokal hat der HSV 2:0 gegen Wolfsburg gewonnen. In Real, ja, da würden sie sich, glaube ich, wünschen, dass sie so einen Erfolg mal verbuchen könnten. Und wie es aussieht, bleibt Augsburg drin. 2:1 haben sie es gegen Düsseldorf geschafft. Leider finde ich nicht mehr diese Anzeige, wo man beide Spiele in der Relation hat, wie sie ausgegangen sind. Champions League haben wir 2:0 gewonnen. Yeah, und Manchester City hat 2:1 gegen Chelsea die Europa League gewonnen. Ja, die WM steht noch an. Da gucken wir mal kurz, wo die Deutschen sind. Deutschland mit Wales, Slowenien und der Elfenbeinküste. Sollte machbar sein. Und dann haben wir die nächsten Statistiken. Suarez vom FC Bayern mit 18 Toren, Torschützenkönig vor Lewandowski 17 und Olic 16. Das ist die Top 3. Mkhitaryan, 24. Mann geworden mit 8 Toren. Die Torvorlagen Reus, 14, Schweinsteiger und Huntelaar 10. Castro auf dem 12. Platz mit 5 Vorlagen. Allerdings die meisten davon, glaube ich, bei Leverkusen gemacht. Ja, es gibt es noch ohne Gegentor. 21 Mal Weinfeller, Neuer 17 Mal nur. Gelbe Karten, ja. Da fallen wir auch raus, genauso wie bei den Roten. DFB-Pokal, da hat Lars Bender von Leverkusen mit 5 Toren. Torschützenkönig vor Altin, Top, Jackson und Beister. Nicht Beißler, Beister. Grüße aber an Beißler. So, was haben wir noch? Beim DFB-Pokal gibt es auch Torvorlagen, Kiesling. Da gibt es ja einige mit 2, aber da wir in der zweiten Runde ausgeschieden sind, immerhin Castro, aber das hat auch für Leverkusen geschafft. Ohne Gegentor, gelbe, rote Karten. Aufstiegstrophäe. Ist das Spiel wirklich nur 2:1 ausgegangen, das andere vielleicht 0:0? Jetzt kommen wir erstmal zum Champions Cup. Lewandowski mit 10 Toren, Torschützkönig dort geworden vor Gonzales, Porto. Tevez Juventus 6. Wo haben wir denn hier unsere Freunde wie Messi oder Ronaldo? Die sehen wir hier gar nicht. Das ist natürlich Özil. Reus mit 4 Toren auch noch dabei. Das ist natürlich schon eine Überraschung, sage ich mal. Torvorlagen, Cavani, Shaqiri, Castro, Reus auch gut dabei. Also wie gesagt, es würde mich schon irgendwie reißen, eine zweite Saison deswegen zu machen, auch weil wir jetzt Lewandowski erziehen lassen, das hatte ich ja gesagt. Und das mal im Sturm etwas zu verändern, das wäre auch, glaube ich, mal interessant. Die Europa League, wundert euch nicht, Tottenham, das Zeichen steht da von Tottenham, das Wappen, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer zu erkennen hier. So, ja. Gelbe, rote Karten, FIFA World Cup haben wir noch nicht. So, das sind die Statistiken. Aber ich glaube, jetzt fällt mir gerade ein, das müssten doch die Begegnungen sein. Da müsste doch, ja, da sehen wir nicht nur, da haben wir das DFB-Pokal, Aufstiegstrophäe. Ach nee, das Rückspiel ist noch. Ich dachte, es ist schon 2:1, okay. Da sehen wir die ganzen Ergebnisse. Gut, ja. Hätte ich, glaube ich, auch so drauf kommen können. So, was wollen wir noch gucken? Den Club-Kader Teambericht wäre, glaube ich, mal nicht schlecht. Und zwar sortieren. So, Weidenfeller 32 Spiele Bundesliga, 12 in Champions League. Sehr glücklich, Führungsspieler. Ist natürlich mit Stärke 83 sehr, sehr gut dabei. Hat auch nichts weiter verloren, aber Alter 33. Langerak mit 25 hat jetzt Heimweh mittlerweile. Nur 4 Spiele für uns gemacht in dieser Saison. Er hat sich verbessert, allerdings klar. Mal sehen. Hat er noch Vertrag? Alemirovic läuft in einem Monat aus. Da müssen wir auch sehen, ob wir uns trennen. Bohnenmann haben wir nämlich verliehen.
beide könnte ich mir vorstellen, wenn ich so ein bisschen schon so weiter blicke, ob ich sie behalten könnte oder nicht. Also Weidenfeller würde ganz klar die 1 bleiben, Langerack die 2, wenn sich da nicht was tut. Und er mit 22 Jahren ist natürlich auch jemand, der weiterhin noch glücklich ist. Also, und ihn haben wir erstmal verliehen an More Kampe. Da sieht man ja leider nicht. Ich würde mir auch gerne wünschen. Das haben sie aber, glaube ich, im FIFA 15 auch noch nicht gemacht. Aber dass sie bei dem Wettbewerb dann auch anzeigen in der anderen Liga, ob er da gespielt hat, großartig. Aber von den Statistiken her, wie es aussieht, ja. Aber gesamt hat er sich nicht verbessert. Das ist natürlich schade. Denn ich glaube, er ist ja, als er hier jetzt auch in Real verpflichtet wurde, in der letzten Saison, da hieß es ja auch, ist ein großes Talent. Also ich bin mal gespannt. Also ich würde ihn auch gerne vielleicht doch behalten. Also im Torwartbereich würde ich nicht so viel ändern. Rechts, Piszczek, ja, ist klar. Vom Alter her 28. So den ersten Stärkepunkt kann man jetzt mal sagen, hat er verloren. Hat allerdings auch Verletzungsschwierigkeiten gehabt bei uns, ja, und hat einiges verloren. Eine Vorlage nur. 23 Spiele insgesamt. Da hat Erik Dohm natürlich schon mal einen kleinen Auftrieb gegeben. Hat mit seinen 22 Lenzen immerhin 8 Spiele gemacht. Auch eine Vorlage. Und hat sich gut verbessert. Also auf der Position, da wir auch ja noch ein Großkreuz in der Hinterhand haben, muss man auch nicht viel verändern. Das ist vom Alter 28 und 22, geht auch gut. Aber immer, wie gesagt, wenn da irgendwelche Angebote kommen oder der Spieler von sich aus sagt, man muss ja mal vorsichtig sein bei sowas. Wir wissen ja, es geht schnell. Subotic. Ja, plus 2 bekommen, also 84er Stärke jetzt insgesamt. Ganz viele Spiele gemacht, 42, 2 Tore in der Bundesliga, eine in Champions League, also torgefährlich auch. Gut verbessert, ganz klar auch gesetzt. Sokratis, 30 Spiele in der ersten Saison, auch ein Tor und eine Vorlage in der Bundesliga, also dadurch auch Hummels ja auch und Sobotic ja mal verletzt waren, kam er ja auch zu seinen Einsätzen. Man könnte ja auch mal so die Bewertung ranziehen. So, Koray Günther, immerhin auch 9 Spiele gemacht, läuft in einem Monat aus mit 19, aber ist trotzdem vom Alter her ganz klar. Da ist immer so ein Spieler, wo du klar weißt, der könnte, ist jetzt kein Mario Götze oder so, wo man dann gesehen hat, dass der mit dem Alter dann auf einmal in der Bundesliga schon und sonst was für eine Stärke hat. Aber er ist einer, wo man sagen kann, ich sag mal, wenn man das Spiel jetzt 3-4 Saisons noch machen würde, dass der mit über schon eine Gesamtstärke dann von über 70 hätte. Und das könnte man dann weiter aufbauen, aber klar, das muss man sehen. So, Hummels hat sich nicht verbessert, hat aber also man zu 31 Spielen gekommen, 3 Toren in der Bundesliga. Da sieht man, da kam sich nichts so verbessert, also es wird auch schwer sein für ihn. Hat aber mittlerweile, Subotic hat ihn schon ganz schön eingeholt. Marian Sah haben wir ja verliehen an den FC Aarau. Hat sich da auch gut verbessert. Plus 2, wenn man da nimmt, ja, Koray Günther 19 und beide sind 19. Günther hat jetzt 66 und er hat 63. Kann man also auch aufbauen. Und ich denke mal, Sah könnte man nächste Saison auch nochmal verleihen, wenn es eben bei dieser Konstellation bleibt. Und wir kommen zum linken Verteidiger. Dort haben wir ja eigentlich nur einen richtigen, und zwar Marcel Schmelzer. Jetzt auch schon 81 die Stärke. 46 Spiele. Hat sich stark verbessert. Also, dann haben wir Yannick Bandowski eigentlich von der Stärke her keine Chance, würde ich fast sagen. Das ist zwar, hat er sich jetzt bei York City zwar, wie es aussieht, gut verbessert, plus 4, aber er hatte vorher halt mit 53. Ist also ein Spieler, wo ich sage, den könnte man dann verkaufen. Und dann Kevin Großkreuz wäre natürlich die Alternative. Auch ein Sokratis könnte dort spielen. Deswegen, weil gerade gestern, wo ich jetzt hier aufnehme, das Champions-League-Spiel war von Dortmund, und da hat man gesehen, wie stark er auch auf links spielen kann oder generell auf den Außen. Aber ich denke mal schon, man sollte schon mal versuchen, auch halt jemanden zu finden, der so wie eben Erik Dohm ist. Vielleicht finden wir ja da jemanden, der so vom Alter ist und den man so ein bisschen als Zweiten, als Backup-Spieler aufbauen kann. So, Sven Bender, der Mann, der sich
immer in jeden Zweikampf reinhaut. 40 Spiele, eine Vorlage. Auch stark verbessert. 84 mittlerweile. 25 passt also ins System. Sebastian Kehl kam bei uns ja nicht wirklich so zum Einsatz. Der ehemalige Captain. 13 Spiele, ist zwar glücklich. 77 minus 2, aber ich weiß nicht. Also, wenn wir weitermachen, ich bin da jetzt auch ein bisschen und sage, ich werde mal sehen, vielleicht einen Monat mal abzuwarten, wenn ihr bis dahin sagt, Kommentare hier lasst und sagt, ihr würdet gerne eine zweite Saison sehen, dann bitte ich euch vielleicht auch reinzuschreiben, wen ihr vielleicht gerne beim Team sehen würdet. Am besten, wenn ihr wüsstet, auch schon so die Spielstärke oder so, was ja bei FIFA 14 würde ich ja sowieso da am besten bei der Fathead.com-Seite gucken, weil mit diesem Transferzeug hier oder mit den Scouting, das kann man vergessen. Ob man eben den einen oder anderen Spieler verkaufen sollte oder wen man eben holen sollte. Das wäre auch schon ganz cool, wenn ihr da ein paar Vorschläge machen würdet. Aber wie gesagt, Sebastian Kehl könnte ich mir vorstellen, auch wenn er natürlich die Verdienste seit 2001 hier in Dortmund. Jetzt spielt er ja gerade in Real seine letzte Saison. Hier könnte er vielleicht schon eine Saison früher gehen. Vielleicht findet er noch einen anderen Verein. Aber momentan, sage ich mal, er ist nicht mehr so. Ist genauso wie Oliver Kirch. Kam auch wenig zum Einsatz. Da wird auch, denke ich mal, ist zwar vom Alter her, also ich würde mal sagen, man soll ja immer aufpassen, gerade die Verletzung. Auch hier hatten wir ja die eine oder andere Problematik. Oder halt, wenn es darauf ankommt, im größeren Kader in der nächsten Saison, wenn man bedenkt, dass ja, wie wir gesehen haben, wenn man auf einmal 4 Spiele in einer Woche hat, dann mal sehen. Also ich bin da noch nicht so, dass ich Kirch vielleicht doch behalten, man muss halt absehen. Auf jeden Fall, wir kommen mal gleich noch zu Gündogan und Schein, die ja auch auf der Position bei uns spielen. So, dann Gonzalo Castro, Stärke 80, hat sich mehr als bezahlt gemacht. Die muss man jetzt ein bisschen relativieren, die Statistik da mit 28 Einsätzen in der Bundeswehr. Für uns hat er einmal auf jeden Fall getroffen und ein oder zwei Vorlagen gemacht. Pokal hat er bei uns nicht gespielt und in der Champions League hat auch einige Spiele gemacht. Dazu ja dieses Wahnsinnstor noch gegen, uiuiui, gegen wie war das? Gegen AC Milan, glaube ich, wa? Also er ist sehr, sehr, sehr stark. 80, hat sich nicht weiter verbessert, aber hat sich ausgezahlt. Jonas Hofmann, 21, der wurde ja in Real an Mainz ausgeliehen, die Saison, hat sich ja jetzt verletzt. Kam bei uns 13 Mal zum Einsatz, ist glücklich. Das ist auf jeden Fall auch eine Zukunftsspieler. So, dann haben wir Ilkay Gündoğan, 86, ist er mit der stärkste Spieler hier schon. Aggressivität ein bisschen verloren, aber ansonsten Kurzpässe 91, Weltklasse. Und also der ist wirklich ganz, ganz wichtig. Auch in der nächsten Saison bei uns. Gündoğan neben Bender wahrscheinlich im zentralen Mittelfeld und da ist Nuri Sahin, den wir ja nur hier noch nicht gekauft haben. Das kommt ja dann noch. Momentan würde ich trotz alledem klar sagen, dass wir ihn kaufen werden. Er ist nur 36 Spiele, wurde aber oft ein- oder ausgewechselt. Aber ich denke mal schon, dass er zu uns passt. Und mit Bender, Kirch, Gündoğan, Sahin, das wäre schon mal nicht so schlecht. Leitner haben wir ja auch noch, der ist ja auch noch verliehen an den VfB. Ich glaube auch noch in der nächsten Saison, aber ich weiß nicht, ob es jetzt hier im Spiel ist, aber er spielt ja jetzt auch noch beim VfB. Und ja, 16 Spiele hat er beim VfB bestritten, ein Tor. Konnte sich gut verbessern, aber ja, mal gucken. Mustafa Armeni haben wir an die Blackburn Rovers verliehen, meinen kleinen Rotkopfseeadler, den ich ja gerne auch mal im richtigen Dortmunder Team sehen würde. Hat sich auch ein bisschen verbessert. Also werden wir auch mal so ein bisschen vielleicht testen, wie das geht. Marco Reus, ja, mit 85 auch schon weit oben. Nicht so viele Tore gemacht, was vielleicht so das Gesamtbild ein bisschen trübt, aber ansonsten 45 Spiele, 9 Tore, 17 Vorlagen, das ist schon große, große Klasse. Kevin Großkreuz, 41 Spiele, ja.
zwei Tore, drei Vorlagen. Ja, ist auch mehr der Einwechselspieler, glaube ich, gewesen. Aber war da, wenn er gebraucht wurde. Mkhitaryan hatte eine richtig starke Phase, wo er viele Tore gemacht hat. Und 8 Tore und zusammen 4 Vorlagen. In der Champions League ist er nicht auffällig gewesen, aber in der Bundesliga dann doch. Also 83 auch schon plus 2 bekommen, das sieht gut aus. Aubameyang hatte einige gute Ansätze, ist aber dann doch noch hinter den Erwartungen zurück. Also leider nicht so wie in Real. Ich setze ihn auch meistens auf den Flügeln ein, aber so richtig. Wird schwer, also er wird sich jetzt in der nächsten Saison beweisen müssen, weil ich mir schon vorstellen kann, da wir auf den Außen auch gut positioniert sind, ihn wirklich im Sturmzentrum zu bringen. Und dann wird es mal sehen, ob er da dann besser spielt. Ja, Lewandowski verlässt uns ja nun bei Vertragsende Wechsel zu Atletico Madrid. Na, immerhin geht er nicht zu den Bayern. Das ist dann schon mal positiv, aber klar, nichtsdestotrotz hier hat er uns in der Champions League vor allem zum Titel geschossen, in der Bundesliga auch 17 Tore. Das war schon stark. So, und Marvin Ducksch, Form schlecht, ja, in den letzten Spielen nicht so, aber insgesamt 15 Einsätze bei uns. Dazu 3 Tore und eine Vorlage, also das kann sich sehen lassen, der 20-Jährige mit 67er Stärke. Er ist auf jeden Fall neben Aubameyang im Sturm, sage ich mal, momentan die Nummer 2,5. Weil wir auf jeden Fall einen Stürmer verpflichten werden. Aber das Kaliber ist halt die Frage. Wir haben in Real haben wir einen Ramos und einen Immobile. Oder Giro Immobile. Immobile. Immobile? Immobile? Egal, wie man ihn ausspricht. Auf jeden Fall, ob es die werden, ob ein Kagawa dazukommt, muss man halt sehen. Wir haben auf jeden Fall ein gutes Transferbudget, glaube ich, für die nächste Saison. Wir könnten natürlich auch schon mal gucken, gleich was so auf dem kann man nicht aufgehen, okay, auf dem Transfermarkt Spieler suchen und zwar nach Transferstatus freie Spieler, was da so gibt, aber das ist, ihr seht ja selber wieder das Problem. Die können jetzt alle sonst was für eine Stärke haben. Und das ist halt diese Schwäche bei diesem. Man braucht halt Ewigkeiten, bis die gescoutet sind. Dann irgendwann sind sie nicht mehr wieder gescoutet und so weiter und so fort. Wenn ihr dann natürlich irgendwelche wisst, irgendwelche Top-Spieler, wo ihr die jetzt meistens frei so sind. Dann immer her damit, ungelistet, das gibt's dafür welche. Ja, such mehr als. Ach du Scheiße. Nee. Und ja, auf jeden Fall können wir jetzt mal gucken. So, Verträge sieht's aus. Lewandowski geht. Kehl, ja. Marian Saar und Koray Günther, die würde ich schon gerne halten. 3 Jahre. Okay, 5.000. Künftiger Stammspieler, das ist ja ein bisschen übertrieben. Sporadischer Spieler, würde ich erstmal sagen. Koray Günther. Genau das gleiche. Lewandowski, wie gesagt, würde ich auslaufen lassen. Alemirovic würde ich auch erstmal verlängern. Sporadischer Spieler. Und Kirch, ja, mal gucken. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier. Jugendstab war da was. Ach, Scouting-Netzwerk hätte ich vielleicht mal machen können. Finde Talente für deine Nachwuchsmannschaft. Ja doch, scheiße, das habe ich nun vollkommen vermurkst. Aber egal.
Schauen wir mal jetzt meine Karriere ziehen. Transferbudget ist wie gesagt bei 76 Millionen. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach erstmal ein bisschen weiter, denn jetzt müsste ja wie gesagt auch die Scout ist da. Können wir über meinen Hulk sprechen? Dom. Also ihr seht, das wird jetzt nochmal ein bisschen längerer Part nochmal werden. So. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Dom. Geben wir ihm mal 10.000, hat sich ja gut bewährt. Rotationsspieler machen wir aber bei ihm. Stimmt, bei Bender haben wir erstmal den Vertrag ab. Ach stimmt, da war doch was. Vertrag abgelehnt. Man könnte jetzt aber schon wieder ein neues Angebot machen. Das ist dieses Kurioso. Jetzt könnte er sagen, oh, ich nehme doch an. So, Scout ist da. Dann wollen wir ihm gleich mal eine Aufgabe noch zuteil werden. Scouting-Netzwerk. Ja, am besten wäre natürlich England. Vielleicht findet er ja da was. Auch dieses Ganze wird einfach defensiv stark, vielleicht mal jemanden. Aber nur 3 Monate, ja. So, gut. Dann haben wir das. Wir gehen weiter. So, Günther und Saar haben ihre... Ja, das ist nicht so gut. So, Dom hat immerhin verlängert. Und Alemirovic hat auch nicht angenommen. Das ist so eine Sache wieder... Kotzt mich an. Ja, weil sobald man, denke ich mal, das war, dass ich jetzt den nicht die künftige Stammspieler-Sache da unterjubelt habe. So, zum Glück geht's jetzt wieder. So. Künftiger Stammspieler. Wir machen wir einfach mal. Hier war ich mal die 4 Jahre. So. Alemirovic. Hauptsache, die bleiben erstmal. Wäre schon mal wichtig. So, immerhin, Corey Günther hat verlängert. Die anderen? Die Vertragsdauer passt mir nicht. Okay. Vertragsdauer. Sehen, ob ich jetzt noch zum Ende. Ja, ja, Meeting. Wie gut wir waren, wie scheiße wir waren. Könnte sein, dass wir die dann doch nicht behalten. Es sei denn, man könnte ja trotzdem alledem noch auf den Transfermarkt gucken. Auf jeden Fall nochmal ganz kurz jetzt schauen. Lewandowski geht. Kehl werden wir ziehen lassen. Ah, Saar könnte man nochmal verlängern jetzt. Jetzt versuchen wir mal. Ja, auf der Stammspieler. Okay. Wenn die als freie Spieler aufgeführt sind, ist eine wichtige Rolle im Feindspiel. Hab ich nicht gemacht, künftiger Stammspieler? Das verstehe einer, wer will.
weiter keine Entscheidung bezüglich Langerak. So, Rückkehr ausgeliehener Spieler. Mustafa Meni ist wieder da. Henrik Bohmann ist wieder da. Bandowski ist wieder da. So, Shahin. Und Saar. Aber der bleibt ja nicht lange. Das Saar. Dass ich bleiben will. Gut. Freut mich zu hören. Und dann beenden wir die Saison mal. Saisonleistung. Vorbildner hat ihn vorhin in der 10er Liga ersetzt. Ja, die Saison ist nicht so gelaufen, wie wir auf Dauer, dass es leicht werden würde, dürfte man auch nicht annehmen. Der Schauer wird sich in Kürze in der Zukunft bei diesem Verein entscheiden. Die heißt, wenn der Champions League waren, sagen wir erwarten, dass sie uns auch in Zukunft überzeugen. Heißt, wenn man im Pokal eine bessere Leistung erwartet, vielleicht denken sie, es war los, vielleicht haben wir auch einfach einen schlechten Tag, aber Spielkorn gibt es viele Faktoren, nur für sicher, die Saison muss besser werden. Ja, das sehe ich auch so. Und, ja, ich würde mal sagen, während jetzt das hier noch lädt, kann man hier auch stoppen. Ach so, ne, warte mal. Während das geht ja jetzt, glaube ich, hier rucki zucki, flippi flappi fluppi. Und wenn wir gleich dann am 1. Juli sind, sage ich mal, beenden wir mal damit. Wir gucken, könnten aber noch mal gucken. Oh ne, wir sind da nochmal hier. Die Bildschirm. Saisonbudget. Oh, 53 Millionen haben wir jetzt. Okay. Wie sieht's denn aus? Die WM wollte ich hier nochmal hier wissen. Ja, ne? So, Portugal und Spanien in der Gruppe A. Frankreich, Chile, Schweiz letzter. Uruguay und Niederlande. Argentinien und Schweden, ah, die spielen nach Deutschland, ist aber auch schon mit 3-1. Ist also noch nicht zu Ende. Na gut, dann würde ich mal sagen, ich, oder? Naja, komm, wir ziehen das jetzt durch bis zum 1. hier. So. Pisscheck. 9 Tage Ausfall. Okay. Lewandowski ist okay. Champions League. Pokalsieg. Transfermarkt ist jetzt offen. Ja. Gut, dann schauen wir trotzdem nochmal ganz kurz die Verträge hier an. Ja, die sind jetzt weg. Kehl und Co. Wir könnten jetzt natürlich mal bei Spieler suchen. Auf Saar gehen. Der müsste ja nämlich hier auftauchen. Als freier Spieler. Da nämlich. Kontaktversuch wurde abgelehnt. Oder so. Shahin. Ja, dachte ich mir, weil man ja diese komischen Strich bei Shahin nicht. Nuri, reicht das? Ich denke mal nicht. Ja. Liga. Wie gesagt, der Part wird ein bisschen länger. Ganz einfach. Das müsste sein. Ja, Madrid. Und dann gucken wir mal. Wo haben wir denn Nuri Shahin? Anfrage. Ja, Madrid kontaktieren für Kauf. Shahin ist auch seiner Position einer der besten. Ist wahrscheinlich um die 19,6 auf 24,4. Das ist natürlich Brett, wa? Das ist natürlich ein Brett. Ich versuche es trotzdem einfach erstmal für 16 Millionen anzufangen. Wa? Wir können uns ja ein bisschen steigern dann.
Weil so gut war er in der letzten Saison ja nicht. Und mal sehen, ob da was kommt. So, das ist zumindest erstmal das eine, was ich jetzt hier machen wollte. Das andere, wie gesagt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wen ihr gerne sehen würdet, ob ich mit jemandem vorzeitig verlängern will. Und so weiter und so fort. Und Augsburg, wie ich sehe, ist auch in der Liga geblieben, hat also gegen Düsseldorf geschafft. Nochmal kurz hier. Spiel ist noch. Und ja, dann werde ich gleich speichern und bedanke mich fürs Zusehen für die Saison. Wenn ihr jetzt jemand seid, der alle Spiele sich größtenteils angeguckt, dann vielen Dank. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es weitergeht. Wie gesagt, FIFA 15 will einfach nicht. Und deswegen wäre es natürlich cool. Und wie gesagt, ich werde jetzt so, wenn das Video oben ist, denke ich mal 2 bis 4 Wochen warten. Mal sehen, was so an Kommentaren und alles kommt. Und ja, dann nochmal danke. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, euer Joker.